Hi Leute und willkommen zurück zu Kami. Wir haben beim letzten Mal die letzte Pinseltechnik bekommen und eine coole neue Waffe. Ich weiß zwar nicht, ob wir nur Feuer nutzen können. Doch. Ah, doch, ist immer Feuer. Okay, auf jeden Fall können wir Feuer nutzen. Unsere Sonnenenergie, keine Ahnung. Wow. So wollte ich eigentlich machen. Und ja. Ist an sich gar nicht so verkehrt, was wir machen können. Wie funktionierst du? So, ich muss es so machen, ne? Wir machen es so. Bevor ich da noch groß rumtüdel. Au. Ist das dein Ernst? So, jetzt können wir buddeln. Aha. Was gibt es jetzt eigentlich immer 30 dafür? Am Anfang gab es nur so wenig. So, weg mit dir. Dass wir diese Bäume nochmal wieder sehen dürfen. Okay. So, weg mit euch. Ich weiß, man konnte die auch zum Blühen bringen, aber wie schnell sind wir kaputt? Gab es hier noch was? Nö. Wow. Kann ich euch ziehen? Irgendwie? Kann ich euch verlangsamen? Nee, das hilft nicht. Was kann ich tun? Ist über mir irgendwas? Nö, irgendwie nicht. Soll ich denn hier ohne Schaden durchkommen? Wind? Ja, Wind. Aha, ich kann sie halt doch vernichten, wenn ich die Zeit langsamer laufen lasse und ihre scheiß Geschosse zurückschicke. Na komm her. Boom. Cool, ich kann in der Luft schweben. Wieso kann er das? Ha! Oh Mist, ich habe ihn einmal zu oft getroffen. Na gut, keine Monsterzähne mehr für uns. Sonst fehlt noch eine Perlenkette. Eine Waffe, dann hätten wir wirklich alles. Ja, da kommen wir her. Aha. Sehr schön. Ist einmal ganz locker flockig hier. Wir speichern mal. Und auf Position 3. So. Zack. Und zack. Tintenstein. Alles klar. Brauchen wir eigentlich nicht. Heiligerknochen M. Ja, gut. Aha. Also nochmal 5. Warum dürfen wir speichern? So kurz vor Ende. Das sind Uhren. 5 nach 5. Jetzt ist das aber nicht richtig. Okay. Vielleicht haben die Uhren ja irgendwas zu sagen, dass wir den Boss irgendwie mit ja, der Zeit bearbeiten müssen. Oder ist hier gar kein Boss?
Oh, das ist einer dieser Vögel. Jetzt sehen wir das. Dieser Typ verschwendet keine Zeit. Das gefällt mir. Okay. Hässlicher Vogel. Okay. Das muss der Silberdämon nicht sein. Das ist einer der Zwillingsdämonen. Die Kamui in eine Einzelschaft verwandelt haben. Ja, was für ein Glück, dass wir ihn alleine gefunden haben. Tut mir leid, Kumpel. Ich weiß, du bist erst vor kurzem aus deinem einem langen Schlaf erwacht, aber du musst wieder in eine Statue werden. Jetzt ruft der Hilfe und der andere kommt auch noch. Ich sehe schon kommen. Hey, wo geht das Vögelchen denn hin? Hey. Sieh nur mal da drüben. Cool. Bist du das nicht? Von vor 100 Jahren, Emmy? Ich kapier's nicht. Was macht denn dein altes Ich hier? Zeig's dem Ding. Wow. Wow. Das war schon. Das war ein einfacher Boss. Okay, geht doch noch weiter. Nein. Ah, Mist. Schön. Zersägen wir das Ding. Na, Vögelchen, kannst du noch was? War das eine Hilfe, dass wir das zeichnen sollten? Oh komm, sind zu weit weg. Okay, Schaden machen wir trotzdem. Ja, hier mach. Jawoll, hauen wir drauf da. Schade. Fehlt nicht mehr viel. Aber was will er jetzt noch groß machen? Er ist so gut wie tot. Oh. Guck mal, Shiranui. So geht's auch. Wow. Ihr habt da eine Show mit dem Vogel abgezogen. Stammy, bevor dein altes Ich den ganzen Rum einheimst, mach den Dämon fertig. Oh. Was soll denn? Das ist der Golddämon Lechko. Wow. Komm mal. Ist das nicht okay? Ja, okay. Mach's ihm. Alter Schwede. Zeigt, wer der Boss ist. Endlich. Endlich habe ich dich, wo ich dich haben wollte. Diesmal werde ich dich fertig machen. Kutan soll noch einmal silbern auflodern. Diese Dämonen sind noch nicht besiegt. Zieh die Kleber noch mal zurück, Emmy. Jetzt haben wir schon drei Wölfe. Nein, okay, nicht. Das ist es, was einen Helden ausmacht. Du wirst nun Zeuge, wie Geschichte geschrieben wird. Gut und treu Schwert des großen Helden Oki, erwache.
Hat er Verstand verloren? Oh, er kann die Zeit anhalten. Verdammt nochmal! Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann nicht einmal mehr atmen. Okay. Verschwinde von da. Ihr Dämonen seid verflucht. Oh nein. Wieso opferst du dich? Jetzt habe ich die Chance. Ich kann sie besiegen. Alter, Shiranui hat sich gerade für dich geopfert. Was ist mit dir? Komm schon irgendwie, zieh! Noch ein wenig mehr. Ah, okay, du bist ein Arsch. Okay, lass uns doch greifen. Mit denen kommen wir jetzt. Die sind vollkommen zerstört, also so gut wie. Okay. Ein Schwert. Ah, er hat gecheckt, dass er was richtig gemacht hat. Kutam. Das glüht silbern. Bei den großen Geistern der Luft, der Erde und der See. Ich war so blind. Ich hätte es wissen müssen. Endlich verstehe ich. Das heilige Schwert Kuton, Verteidiger von Kamui, konnte nicht erwachen, solange das Herz seines Trägers mit selbstsüchtigen Wünschen verdunkelt war. Darum konnte ich Kamui nicht mit diesem Schwert verteidigen. Nur diejenigen, die mir etwas bedeuten. Jetzt hör schon mit dieser Gefühlsloserei auf, okay? Du musst dich konzentrieren. Konzentrieren! Besiege den Dämonen und du wirst deinem Dorf den Frieden bringen. Geister der Luft, der Erde und der See und das heilige Schwert Kuton verleiht mir die Macht, das Land von Kamui zu retten. Du sagst es! Dann stammen uns die blöden Vögel. Oder auch nicht. So. Shiranui hat sich natürlich jetzt voll geopfert. Ich will nicht, dass du stirbst. Shiranui. Bist du 100 Jahre in die Zukunft gereist, nur um uns zu helfen? Ich weiß nicht, ob ihr beiden eine göttliche Komödie oder eine göttliche Tragödie seid. Aber Shiranui ist ziemlich schwer verletzt. Wir sollten uns lieber beeilen, Emmy. Los, mitnehmen. Oh. Er scheint, als seien diese Dämonen zum Altar auf der anderen Seite geflohen. Aber ich habe keine Idee, wie man dahin kommt. Dieser Schrein ist wie Labyrinth. Wie ein Labyrinth. Wir brauchen etwas, das uns den Weg weist. Warte, erinnerst du dich, als dieser Wolf über die Dämonen herfiel? Hast du dieses seltsame glühende Stück gesehen, das von ihm abfiel? Vielleicht funktionieren diese Schreien und die Dämonen auf ähnliche Weise. Wenn wir doch nur etwas hätten, das uns den Weg weist. Wir müssen erstmal das goldene Zahnrad finden. Da. Was können wir dann einsetzen in die Tür?
Ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade gefunden haben. Aber es sieht sehr interessant aus. Aber Terrazzo, dieser Wolf hat nicht mehr lange zu leben. Ich schulde ihm mein Leben. Ich kann diesen Wolf nicht so sterben lassen. Keine Sorge. Ich weiß, der Begleiter von diesem Wolf muss hier irgendwo sein. Du wirst ihn sofort erkennen. Er ist ein Kuropoke, genau wie ich. Also ist dieser Wolf auch ein Kuropoke zum Begleiter. Und sieht auch sonst so aus wie eine Terrasse. Was geht hier vor sich? So ein Geruch ist gleich. Das ist eine lange Geschichte. Und jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir müssen diese Dämonen erledigen. Du hast recht. Wir müssen sie besiegen. Lass es uns diesmal gemeinsam machen. Alles klar. Oh, es geht sogar bergab. Gut. Oder nicht gut? Doch, eigentlich ist es gut. Weniger Arbeit für uns. Hört her, ihr beiden. Ich werde mit dem Wolf hier bleiben. Geht ihr schon vor. Was? Ich kann ihn nicht so alleine lassen. Was mit diesem Wolf passiert, ist alles meine Schuld gewesen. Okay. Keine Sorge. Ich habe nicht vor, euch alleine gegen diese Dämonen kämpfen zu lassen. Ich werde zu euch aufschließen, wenn ich den Rest von diesen Monstern besiegt und für mich versichert habe, dass das Gebiet hier sicher ist. Kämpf dich so lange alleine voran. Na komm schon runter, Oki. Du bist wirklich nicht unbesiegbar. Ich meine, dein Plan läuft darauf hinaus, dass wir uns um dich Sorgen machen müssen. Aber wenn du darauf bestehst, werden wir dir dieses Gebiet überlassen. Wir gehen weiter dahin, wo diese Dämonen sind. Pass auf den Wolf auf, okay? Das will ich. Ohne Geister der Luft, der Erde und der See. Oh, gewährt den beiden eure göttliche Macht. Okay. Wir können damit das Zahnrad einsetzen. Und damit wahrscheinlich zur anderen Seite des Berges kommen. War eigentlich noch ein Speicherpunkt? Doch. Wollte schon sagen. Ohne geht gar nicht. So. Wieder auf 1. So. Dann gucken wir doch mal. Wir sind wieder draußen. Wir sind jetzt auf der Seite. Wir müssen das Siegel brechen oder so. So, dann. Feuer! Hallo? Feuer? Was bringt das? Eigentlich wollte ich hier ran. Oh, schon abgezündet. Dann, da nochmal ran. Aha. Wie lange drehst du dich? Eine Vierteldrehung, okay. Das heißt, wir müssen... Ja doch, müsste so passen. Aha. So, Vierteldrehung. Das heißt für uns, du guckst auch nach rechts. So ungefähr. Ja, passt. So, jetzt haben wir unser Pulver verschossen. What? Wieso ist das jetzt unter uns verschwunden? Ach komm, jetzt schießt er natürlich den Boden kaputt. Ach nö. Das Ding schießt natürlich nur, wenn wir
gerade auf dem Weg sind. Hä? Wieso geht denn jetzt unter uns das Ding kaputt? Verstehe ich nicht. Ich sehe die Kugel nicht. Ich verstehe es nicht. Hä? Was zum Henker passiert hier gerade? Okay. Wir sollen das hier machen. Nein. So. Ja, ja. Schieß. Oh, hab verfehlt. Ist dein Ernst? Ah, komm. Aha, haben wir doch noch geschafft. Puh, so. Das wollte ich nicht. Nein, kein Eis. Ah, so. Was ist das? Eiskugel? Wo soll die hin? Ich weiß es nicht. Irgendwofür wird die gut sein. Ich habe noch keine Ahnung, wofür. Eiskugel, Eiskugel. Wo kann die rein? Ja. Autsch. So, stirb. Oh, dafür haben wir 13.000 gekriegt, nice. Autsch. Ach komm! Ich kann mich doch gar nicht wehren, wenn das Ding so dämlich sich bewegt hier. So, jetzt wollte ich aber immer noch gucken. Was soll ich mit der Eiskugel machen? Oh, nicht dagegen. Ach, danke. Ernsthaft. Was soll ich damit machen? Hm. Ich habe keine Ahnung, wofür die Eiskugel da sein soll. Na gut. Wir bewegen uns jetzt aber hier rein. Aber auch erst beim nächsten Mal. Denn ich möchte den Pub enden. Ich bin gespannt, ob wir gleich die Eulen direkt treffen oder ob wir noch ein bisschen Dungeon machen müssen. Wir werden sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.